Die Rennen in Italien sind immer wieder etwas Besonderes. Hier gab es etliche Rekorde. Zum Beispiel den geringsten Vorsprung 1971, als ein gewisser Peter Gassin nur eine Hundertstelsekunde vor Ronnie Peterson ins Ziel kam. 1965 wechselte die Führung sage und schreibe 65 Mal und Kimi Räikkönen erreichte vor knapp einem Jahrzehnt eine Höchstgeschwindigkeit von 370 km/h. Die Fahrer heute haben also alles andere als leichtes Terrain vor sich. Mit Höchstgeschwindigkeiten von über 354 km/h kommen nur wenige Strecken in der Formel 1 an das Tempo von Monza heran. Neben langen Geraden sind drei Schikanen, 11 Kurven und heftige Bremszonen das Herz des 5,8 Kilometer langen Kurses. Überholt wird entweder aus dem Windschatten heraus oder in den zwei DRS-Zonen. Aber Mut braucht man so oder so. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Reden wir über Richter. Der Podiumsplatz beim letzten Rennen war wirklich großartig. Denkst du, sie können das an diesem Wochenende wiederholen? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn sie sich dem heutigen Rennen stellen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Richter startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Hamilton, Vettel, Charles Leclerc und Verstappen, Magnussen, Hülkenberg, Räikkönen und Alexander Albon, Butler, Perez, Daniel Ricciardo und Norris, Stroll, Russell, Pierre Gasly und Carlos Sainz Jr. Weber und Romain Grosjean befinden sich am Ende der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. We're expecting you to finish 16th or better today. Welch eine optimistische Einschätzung. Und damit herzlich willkommen zum großen Preis von Italien. Wir sind im Rennen. Wir starten bei der Pole. Unsere nächste Pole. Ich glaube, unsere fünfte oder so, glaube ich, in der Saison. Vierte oder fünfte. Ja, und hier wollen wir natürlich gewinnen. Wir gehen rein. Wir brauchen keine Vorbereitung. Wir können also quasi dann jetzt endlich mal wieder ein Rennen angehen von der ersten Position. Belgien hat zwar nicht. Naja, schauen wir mal. Wir wollen natürlich hier klar unseren Sieg holen in Italien. Das wäre natürlich super. Aber wie gesagt, das wird nicht einfach werden. Vor allem mit den zwei hinter uns. Bottas und Hamilton, die uns ja in Belgien auch schon so. Die uns ja in Belgien und Italien schon, so Schwierigkeiten bereitet haben. Das ist übrigens das letzte Rennen hier auf europäischem Boden. Nächste Woche geht es nach Singapur. Erste Rennen in Asien und dann geht es nach Russland weiter. Und ja, aber jetzt erstmal volle Konzentration hier auf Monza. Wir wollen hier beim Ferrari heimspielen, wo die beiden Ferrari nur auf den Plätzen 4 und 5 stehen. Natürlich klar. Ein gutes Ergebnis holen und ja, im Idealfall hier das Rennen und die schnellste Rennrunde und dann hätten wir wirklich ein perfektes Wochenende, weil der Freitag oder Samstag waren auf jeden Fall schon mal perfekt. Und das wollen wir natürlich jetzt erstmal noch jetzt nutzen hier. Das wird nicht so einfach werden, weil die beiden Mercedes da vorne. Die werden auf jeden Fall, oder die beim Mercedes hinter uns, die werden auf jeden Fall uns wahrscheinlich cashen auf der schnell lang geraden. Das rein hört sich der Williams der Bauer nicht. So, ich muss hier mal ein bisschen den Block in den ersten Wagen.
Das war mir fast klar. Und da wurde ich schön angeschoben von da hinten. Ja, was? Ja, da ist aber noch ein Auto neben mir. Aber was soll ich machen, ne? Die wollen alle da an mir vorbei und ich hab's tatsächlich irgendwie geschafft, mich vorbeizuhalten. Die beiden Kollisionen, klar. Aber es blättert sich. Gelb, der erste Wagen da schon ein bisschen nebeneinander. Das ist, glaube ich, ein Ferrari. Das dürfte Vettel sein, der sich jetzt ganz da hinten fährt. Hinter uns Verstappen und Leclerc. Also für uns ist das wichtig, wenn wir hier wirklich wegfahren können vorne, dass wir gewinnen und vielleicht sogar die Chance haben, noch Platz 3 in der Fahrerwärme zu holen. Immer wieder gelb zwischendurch. Der Angriff von Max. Der versucht zumindest. Ich habe in Verstappen und Leclerc zwei Fahrer hinter mir, die auf jeden Fall noch Bock haben. Zwei junge Fahrer. Erste Rundenzeit ist gut. Der Red Bull liegt direkt dahinter und der Ferrari ist rechts, da greift an. So. Ja, es tut mir leid, dass ich eben noch ein bisschen rammen musste oder dann eine Ferrari da zur Seite drängen musste. Oh, der hat hier eine schöne Spur gezogen. Das ging nicht an, dass ich den Mercedes-Dings neben mir noch hatte. Und jetzt kommen wir weg erstmal von Leclerc. Solange die zwei sich da hinten am Betteln sind, ist mir so das Recht, weil so schneller komme ich vorne weg. Runden stehen wir uns an hier. Weil Leclerc sich jetzt ein bisschen weggesetzt hat von Verstappen. Leclerc, der das Rennen ja in der realen Formel 1 hier gewonnen hat. Ferrari den ersten Sieg seit 2011 beschert hat. Da musste er ein bisschen rein klein wieder beigeben. Da habe ich mich schön noch reingesetzt. Ich wollte nämlich diese mit der Führung in Runde 2 gehen. So kann ich den ein bisschen wegblocken. Jetzt ist Perez auf einmal auf 3. Also was? Für ein Duell hinter im hinteren Teil. Ich muss jetzt ein bisschen kämpfen. Aber das Problem ist, auch DRS jetzt haben. Das heißt, Leclerc wird sich jetzt wahrscheinlich relativ einfach gleich an uns vorbeidrücken können. Mit dem Flachstellen des Flügels. Ja, ich wehre mich jetzt gerade so ein bisschen. Dass ich an dem Ferrari vorbeibleibe. Dass der Ferrari da wegbleibt. Das kann ich aber nicht oft machen, diesen Move. Ich glaube, mit dem DRS sollte er es deutlich besser hinkriegen gleich. Du musst das jetzt hier hinüberkommen, weil er besser dran ist an uns. Ja, keine Chance. Ich krieg's nicht hin. Ja, wohl, ich kann nochmal kontern in der ersten Kurve. Vorbei wieder am Monegassen. Haben wir das Monaco? Wir haben zumindest wieder geschafft, uns ein bisschen dazwischen zu gehen.
Boxenstrategie. Box, Box, Box. Ne? Oder nicht? Da gab es den nächsten kleinen Crash. Das dürfte jetzt ein Alpha sein. Boah, gehen wir nicht auf. Gehen wir nicht auf die Nüsse, Teil. Ah, das haben wir fast klar. Ja, das war klar, dass er mir dann den Wagen so kaputt fährt. Ich bleibe jetzt auf der Linie, dass er da mir nicht vorbeigehen kann. Ja, ich muss mich ja mit Hand und Fuß werden. Gib ihn hier raus. Das war die gelbe Flagge eben hinter uns. Jetzt ist er vorbei, Mio. Mit sich als Runde. Das erklärt auch, warum die komischen Geräusche bei dem Auto kommen. Hört mal ein bisschen im Leerlauf rein. Das hört sich so an, als würde da irgendwas klappern. Also so ganz safe haben wir diesen Sieg hier noch nicht. Also müssen wir definitiv nach der Saison, nach dem Rennen Teile tauschen. Ich glaube, wir dürfen nämlich nach dem Rennen eh wieder... Okay. Ja, ich muss mich die ganze Zeit wehren jetzt. Ich befürchte, dass wir nach dem Boxenstopp definitiv gecasht werden. Acht Runden müssen wir uns noch wehren. Leclerc, Hamilton, Perez sind alle dran an uns. Ich kriege auch nur ein Auto geblockt. Und das war nur Lewis Hamilton, den ich jetzt gepackt bekomme. Im Zweifel kriege ich es halt irgendwie noch immer in der ersten Kurve, kurz vor der ersten Kurve gekontert. Wenn ich rechts daneben bin, dann ist es machbar. Ich komme aber nicht wirklich weg vom Feld. Wir sind eigentlich nur rein im Verteidigungsmodus. So, jetzt der Wechsel auf die Soft, auf die Medium. Und dann versuchen wir nochmal das Ding irgendwie noch nach Hause zu wuppen. 7 Runden haben wir noch. Ja, mit ein bisschen Glück können wir es gewinnen. Mit ein bisschen Glück. Die sollen sich dann ein bisschen fighten, das ist für uns am besten. Die werden natürlich jetzt alle vorbeifliegen an uns. Ich vermute, dass wir jetzt durchgereicht werden, dass wir definitiv die vier, die Spitzposition los sind. Bei den Albern bitte nicht jetzt auch noch vorbeilassen. Doch, wir sind sogar letzter. Ah, ja, ich habe doch gar nichts getan.
Wobei, wieder nah drin. Jetzt sind wir hier unserem Teamkollegen. Ich muss jetzt auch ein bisschen pushen, dass wir die Möglichkeit haben. Mit ein bisschen Glück können wir es tatsächlich hinkriegen. Wenn die alle ein bisschen verschieden stoppen. So ähnlich wie bei dem Sieg in Ungarn. Quatsch, nicht in Ungarn. Doch, war das Ungarn? Doch, Ungarn war das, genau. Wo Bottas dann in der Regeln festgehangen ist und wieder da nicht vorbeikam. Das hoffe ich zumindest jetzt auch noch. Oh, ich vermute, dass das Ding. Das war auf jeden Fall durchgereicht. Ich glaube, das war Minimum 4. Das war wahrscheinlich um 4 rum wieder rauskommen. Momentan sind wir auf P18, das ist alles anders gut. Aber da sind sie schon mal die Mercedes und so in der Box. Das könnte verdammt eng werden natürlich. Und der Vorteil mit dem frischen Reifen. Und Hamilton sind wir vorbei und wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben mega Zeit voll gut gemacht, auf jeden Fall mit diesem. Mit diesem Boxenstopp. Wir sind eine Runde früher, weil wir dann frische Reifen hatten. Also so, man wird ja vorne auf 1. Und mit einem mega Abstand auf jeden Fall vorne vor Charles Leclerc. Na gut, das heißt, damals hatte ich ein Vettel zum Beispiel nicht auf dem Schirm. Wobei alles, was vor mir war, noch nicht in der Box war. Was so meine Vermutung ist. Vor uns ist jetzt George, also Russell, auf momentan 9. Das reicht leider nicht fest, der ist. Es geht ja um Position, also muss er uns tatsächlich nicht ziehen lassen. Noch 5 Runden, also ich atme jetzt gerade so ein bisschen mehr durch, weil es für mich am einfachsten jetzt gerade ist, vorne jetzt den Abstand zu ziehen zu Charles Leclerc. Das Gute ist für mich jetzt mit dem DRS und bleibt da draußen. Er bleibt draußen. George Russell bleibt draußen und der hat die Mediums auch schon drauf. Und der Angriff jetzt gegen meinen Teamkollegen. Ich muss jetzt da vorbei. Ich muss jetzt auch komplett innen mehr bremsen, weil Magnus momentan führt. Also, wir haben momentan eine Doppelführung für Williams, wenn man es virtuell sieht. Das wäre natürlich genial. Ich weiß nicht, ob der Russell schon drin war. Wenn er nämlich schon drin war, führt er. Dann haben wir nämlich jetzt gerade nämlich eine Doppelführung für Team Williams. 4 Runden vor dem Ende des Italien Grand Prix. Weil Magnus davor, den kann man gerade noch nicht zählen. Weil der muss nämlich nochmal seinen Stop setzen. Ich hoffe, dass Russell mit dem Medium schon drin war. Das ist meine Vermutung. Oh ja, und wie gesagt, dann haben wir nochmal eine Doppelführung für 4 und Ende für die Williams. Das erklärt sich auch, warum der noch nicht in der Box war. Weil Perez jetzt gleich wahrscheinlich jetzt vorbeigehen wird. Ja, da ist er vorbei. Aber vielleicht kann ja Russell nochmal kontern gleich mit dem DRS. Jetzt ist Magnussen in der Box, der Haas-Pilot. Ja, er muss sich daran gewöhnen, das ist ein Racing Point. Vorne. Damit haben wir hier Racing Point momentan auf den Plätzen 1 und 3 und die Williams auf den 2 und 4. Muss man sich auch erstmal vorstellen. Muss man sich auch erstmal so ein bisschen Zuges ergeben lassen. Nee, Russell geht in die Box. Schade. Schade, Schokolade. Das wäre es natürlich gewesen, wenn wir hier einen Williams-Doppelsieg in Italien holen. Aber wir haben momentan die Führung auf jeden Fall. Jetzt vor Sergio Perez und Charles Leclerc. 3 Runden vor dem Ende nur noch. Ich horche immer so ein bisschen in mein Auto rein, weil ich hoffe, dass es natürlich immer noch hält. Dass mir das Auto nicht halbwegs kaputt geht, weil da müssen wir nämlich nach dem Rennen auf jeden Fall eine neue ICE reinwerfen. Nein, es ist kein ICE. Ich weiß gar nicht, was es jetzt genau ist. Auf jeden Fall irgendeine elektronische Komponente, die uns ein bisschen zu schaffen macht. Die uns Power kostet. So, jetzt baller ich hier gerade mal das Ding hoch, weil ich will auf jeden Fall dieses Auto nach Hause bringen. Diesen Sieg nach Hause bringen.
unseren sechsten überhaupt in der Saison. Die schnellste Rennen ohne schaffen wir, glaube ich, nicht. Das wird schwierig werden. Muss mal gucken. Die dürfte Lewis Hamilton inne haben. Der fährt auf jeden Fall nur fast eine Sekunde schneller als wir, Hamilton. Ich vermute, dass das echt tatsächlich damit zu tun hat, dass wir keine Power haben momentan. Dass wir unsere Schwierigkeiten bekommen. Hamilton hat nämlich, wie gesagt, jetzt 25,6 gerade gefahren. Oder 25,5 oder so. Da kommen wir gar nicht ran an die Zeiten. Ja, ich will ja auch die Trophäe haben mit diesem perfekten Rennwochenende. Ich weiß nicht, ob die schnellste Rennrunde dazugehört. Die werden wir mit dem Auto kassieren nicht kriegen. Leclerc vorbei, Perez. Die sollen sich da hinten schön fighten, bekämpfen da hinten. Irgendwie. Bottas jetzt auch vorbei. Nochmal eine persönliche Bestzeit in einem. Bottas ist jetzt 25,3 Jahre mit der SSK. Kann man sich wehren. Vorletzte Runde, liebe Leute. So, Bottas, Perez, Leclerc, die werden sich dann ein bisschen bekämpfen. Hamilton schließt jetzt auch auf und wir können ein bisschen wegziehen. Vorletzte Runde übrigens, liebe Leute. Wir haben also nur noch eine Runde danach. So, die und der eine. Schnellste Rennrunde 25,3, da kommen wir gar nicht ran. Minimal schneller, das reicht aber nicht, um eine schnelle Runde zu fahren. Und jetzt ist er doch noch weggeworfen. So, letzte Runde, liebe Leute. Letzte Runde hier in Monza. Können wir unseren Sieg holen? Unseren nächsten? Ich glaube, das müsste der fünfte sein. Ich krieg's aber gerade nicht alle. Doch, Monaco, Kanada, Österreich, Ungarn und jetzt sind wir auf dem Weg in Italien zum nächsten Sieg. Müsste der fünfte sein dann. Wie gesagt, nächste Woche, letzte Woche Belgien haben wir, sind wir nur Zweiter geworden. Aber jetzt geht's hier erstmal nochmal eine gute Runde, einen guten letzten Sektor zu holen. So wird das definitiv nichts mit der schnellsten Runde, aber wir werden wahrscheinlich den Sieg holen. Und das vor Sergio Perez. Ein paar Quersteher hatten wir, deswegen wird die Runde wahrscheinlich nicht nochmal. Wahrscheinlich auch eine 25er Runde, ne, 26-0 ist es geworden. Reicht nicht für die schnellste Runde, aber für den Sieg.
wieder ein fantastischer Sieg für Williams. Yes! Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Es ist an der Zeit, die Trophäen zu überreichen, denn die erfolgreichen Fahrer begeben sich zum Podest. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit heute für Williams, aber das Team hat letztlich den Sieg verdient. Hauptsache, wir haben es geschafft, liebe Leute. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist der Perez? Fahrer des Tages? Heute gab es einige unglaublich gute Fahrer, Heiko. Aber wenn ich mich für einen entscheiden muss, dann ist es Sergio Perez, der einfach fantastisch war. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja, noch keine Punkte für Toro Rosso. Und wir haben jetzt 189 und sind cool. Jetzt haben auch nicht mehr so viele Rückstand auf die Red Bull. Das sind nämlich auch nur noch 55 Punkte. Also nur noch. In Anführungszeichen nur noch. Aber wir haben zumindest jetzt gut dabei. Wir sind nur noch 3 Punkte hinter Sebastian Vettel. Und auch nur noch 19 hinter Valtteri Bottas. Also auch das Thema Weltmeister ist jetzt noch nicht ganz ad acta gelegt. Also wie gesagt, mit dem Sieg haben wir uns auf einmal wieder zurückgekämpft. Das war sehr, sehr wichtig. Jo, das war Italien und das war Europa. Tag. Wie denken Sie darüber? Sie haben sich im Vergleich zum letzten Wochenende deutlich besser geschlagen. Was hat sich geändert? So, viele kleine Änderungen, ja klar. Ihr Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Hehe, Selbstverstellung. Sie haben heute ein paar Kratzer abbekommen. Was meinen Sie, wer die Schuld dafür trägt? Mein Fehler. Ich habe mich nur gewählt. Ihr ehemaliger Teamkamerad hat heute einige tolle Überholmanöver gezeigt. Hat er welche von Ihnen gelernt? Ja, genau so ist es. Fairness nochmal erhöht. Klasse. Das war dann alles. So, dann sind wir durch für dieses Rennwochenende. Gott sei Dank. Super, 500 Punkte dazu. Hey, so. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Und du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Besprechung. Vertrag läuft. Brauchen wir aber mal ein bisschen Power. Wir haben nicht mehr so viele Ressourcenpunkte. Wir haben noch 1000 oder so. Schau mal, winkeln. Ich würde ja gerne ein bisschen was mehr reinpacken an Leistung.
Haben wir mehr Antrieb. So, dann muss ich jetzt noch was anderes machen. Nämlich die ICE rausballern. Ja, wir müssen die. Müssen wir ja halt, ne? Ach komm, jetzt warte, wir knallen einmal bevor so eine Saisonende geht, knallen wir nochmal die kompletten Einheiten. Wir stehen eh auf dem letzten Platz. Dann. Naja, egal. Einmal komplette Einheit am Williams vertauschen vor dem großen Preis von Singapur. Also wenn wir nicht viel holen. Daher egal. Und dann knallen wir auch neues Trainingsgetriebe rein. Also wenn schon, dann richtig. Also wie gesagt, wir sind eh letzter. Daher ist es egal. Gut, damit ist einmal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Dann geht's nämlich weiter mit dem großen Preis von Singapur. Das erste Nachtrennen, das nächste Nachtrennen der Saison. Das erste auf asiatischem Boden. Was können wir mit der Strafe noch holen? Wir sehen uns dann wieder und bis dahin bin ich jetzt raus. Tschüss.